Hallo zusammen, hier ist Markus von Golfathletik und heute habe ich für euch 9 Übungen fürs Aufwärmen, 3 Übungen für die Beweglichkeit, 3 Übungen für die Mobilisation und 3 Übungen, um eure Power vorzubereiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training und viel Erfolg dabei. Die Ausfallschritte nach hinten sollen dein Sprunggelenk beweglich machen. Wie du im Video siehst, nimm so eine Rangematte. Und dann stellst du den Fußballen auf die Matte drauf und die Ferse ist tiefer. Das heißt, wir haben eine leichte Erhöhung. Wenn wir jetzt den Ausfallschritt nach hinten machen, ruhig das Knie von dem vorderen Bein in Richtung der Fußspitzen schieben. Durch die leichte Erhöhung der Rangematte wirst du merken, dass in der Wade eine Dehnung entsteht, beziehungsweise dein Sprunggelenk aktiv mobilisiert werden muss. Ein bisschen wackelig ist das Ganze auch, aber ich bin sicher, du wirst es gut machen. Für eine bessere Hüftbeweglichkeit ist die nächste Übung, Storchenbeine. Stütz mit beiden Händen gegen eine Wand, wie du es hier siehst. Nimm den Fuß von der Seite, die wir mobilisieren wollen, in die Kniekehle des Standbeins und dann drehst du das Knie nach außen aus. Wenn du es richtig machst, bleibt der Oberkörper stehen und Hüftgelenk und Becken drehen nach außen weg. Wiederhole auch diese Übung für jeweils 5 Wiederholungen pro Seite. Achte darauf, eine saubere, weite Bewegung zu machen. Der Golfstretch ist eine meiner Lieblingsübungen, weil die einfach immer funktioniert. Hier geht es darum, die Beweglichkeit der Schulterrotation zu verbessern. Du drehst auf in der Ansprechposition, biegst dich dann nach hinten, hältst das für 3 Atemzüge und siehst sofort, dass du weiter drehen kannst. Funktioniert also wirklich sofort und auf beiden Seiten, funktioniert auch bei jedem tatsächlich. Ich würde es im Wechsel, wie du es hier im Video siehst, machen, also mal nach links, mal nach rechts drehen. Und auch da würde ich dir empfehlen, jeweils 5 Wiederholungen pro Seite zu machen. Wenn du das Gefühl hast, du kriegst die Bewegung nicht gut kontrolliert oder das nach hinten beugen, kannst du diese Übung auch auf einer Bank oder einem Stuhl machen. Dann würde ich dir aber empfehlen, auf der Kante zu sitzen vorn, dass du nicht hinten mit der Rückenlehne ein Problem bekommst und die dich blockiert. Mobilisationsübungen sind etwas dynamischer, da machen wir 10 Wiederholungen pro Übung und Seite. Hier siehst du das Aufdrehen, das heißt, wir drehen die Schulterachse aktiv auf und der Arm holt so weit nach hinten aus, dass wir ein bisschen Schwung mitnehmen. Wenn du das richtig machst, wirst du merken, du musst dich zum einen in der Brustwirbelsäule aufrichten und zum anderen wirst du aber auch merken, dass du richtig weit über die Schulterachse drehst. Eventuell sortieren sich deine Rippengelenke ein bisschen, das kann dann mal am Anfang knacken, ist aber in dem Fall unschädlich und kein Problem. Für eine verbesserte Schulterbeweglichkeit nimmst du dir einen Schläger, greifst ihn breit an Schlägerkopf und Griffende und führst dann den Schläger, wie du es hier im Video siehst, möglichst weit nach oben. Versuche dabei, vom Kopf bis zu den Füßen eine gerade Linie ungefähr hinzubekommen und versuche eben nicht mit dem Kopf auszuweichen. Man sieht das hier bei mir gerade, dass ich das Kinn nach unten genommen habe. Also lange Arme, den Schläger nach hinten führen, in der Schulter bewegen. Die Reißkniebeuge kombiniert jetzt die Beweglichkeit im Unterkörper und die Stabilität im Oberkörper. Mache auch von dieser Übung 10 Wiederholungen. Versuche dabei, deinen Schläger bzw. die Arme in Verlängerung vom Rücken zu halten. Und wenn du das möglichst weit nach unten machen willst, achte aber darauf, dass deine Fersen nicht abheben, denn das bestimmt, wie weit du wirklich nach unten gehen kannst. Die Twist Hops sind eine schöne Übung, um jetzt ein bisschen Power und noch mehr Dynamik reinzubringen. Kleine Drehungen nach links und rechts mit dem Becken, Oberkörper bleibt stabil und du hoppst immer so ein bisschen nach oben. Die 90-180 Sprünge solltest du als Rechtshänder in der Form machen, wie du es hier siehst. Linkshänder würde ich das andersrum empfehlen. Die Idee ist einfach, dass wir eine reaktive Bewegung aus den Füßen haben, aus den Beinen und die Rotation mit rein kombinieren. Zum anderen wird dein Gleichgewichtsorgan angesprochen, was uns hinterher im Golfschwung hilft, den Ball konstant besser zu treffen.
Die Power Steps sind eine Übung, die du ohne Schläger machen kannst, wie du es hier siehst, aber genauso gut auch mit einem Schläger machen könntest. Es geht darum, wenn du einen Schritt nach links machst, gleichzeitig in die Gegenrichtung auszuholen und dann das ganze Gewicht auf das linke Bein zu bringen und voll durchzuschwingen. Sehr nah am Golfschwung und eine der Quellen für nachhaltige Power. Hier nochmal zusammengefasst die Wiederholungszahlen. 5 Wiederholungen für Beweglichkeit, je 10 Wiederholungen pro Übung und Seite bei den Mobilisationsübungen und 15 Wiederholungen bei den Powerübungen. Du kannst auch dieses Übungsplakat als Post- oder Alu-Dibond-Druck bekommen. Das ist super für die Range oder dein Gym. Schick mir dazu eine E-Mail bitte.